But if you close your eyes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Feed the Beast Infinity. Ich drücke erstmal auf Spiel fortsetzen. Muss ja erstmal laden, in der Zeit kann ich in Ruhe etwas trinken. Klingt komisch, ist aber so. So. Wir waren damit beschäftigt zu sein, verrückterweise. Nee, Quatsch, also passt mal auf. Wir werden jetzt hier. Die letzte Folge ist schon wieder ein paar Tage her, deswegen ist es nicht so einfach. Wir wollten hier unser Bücherlager hinbauen, so für in andere Welten reisen und so. Ich würde auch sagen, das bauen wir vielleicht ein, zwei Stockwerke hoch. Jetzt gerade kommt mein Rechner noch nicht so ernst mit der ganzen Sachen, die ich jetzt so schnell hier mache, hinterher. Ist aber nicht so sonderlich schlimm. In der Ecke. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir das? Zuallererst kann man hier die ganze Erde weg, die stört nur. Also mich stört die, ob die euch stört, weiß ich nicht, aber mich stört die. So, die Kühe bleiben auf ihrem kleinen, doch relativ großen Felde. Ja, perfekt. So. Stellen wir hier einmal den ganzen Dreck hin. Weg, weg. Und hin damit, perfekt. Hier ist die Treppe. Verdammt. Ich setze mal hier noch irgendwas Cooles dran, aber ich mache hier erstmal das Ding zu. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mag keine großen Löcher. Wenn ich das jetzt noch zumache, kommen wir in der Folge zu Janisch mehr. Und das sage ich nicht nur so, weil das ist so nur so. Jetzt können wir hier den Weg schon mal bauen. Muss gleich trotzdem nur kicken, wie geht am besten Bau. Aber was haltet ihr davon, hier eine große Glasscheibe einzusetzen? Ich meine, der Ausblick ist jetzt nicht so phänomenal, aber... Überleg auch gerade. Vielleicht setzen wir das Gebäude doch woanders hin, weil... Hier ist zwar schön, aber hier ist noch viel zu tun, dass ich das alles noch so ein bisschen perfekt quadratisch hinkriege. Lasst uns hier lieber irgendwelche komischen Farmen hinsetzen. Und wir ziehen den Kack hier drüben auf. Finde ich, glaube ich, einen angenehmereren Plan. Ja, das heißt angenehmereren. Mit 100.000 R. Ich bin nämlich ein Pirat. R. Piraten machen. So. Dann jetzt mal hier weiter die nächsten Bäumchen zerstören. Könntet ihr da oben eigentlich super eine Baumwollfarm oder eine Baumfarm hinbauen? Na, am Reaktor. Mit der Pilze. Warte mal, hier sind wir auf Ebene 61. Wie hoch ist das Wasser? 63. Und das geht ja noch. Das ist ja wirklich auch nur ein kleines Stück. Gut, aber befassen wir uns am besten später, damit wir uns erstmal hier oben das Zeug weiterbauen. Hier war das Loch, ne? Jo. Machen wir das mal so. Na, jetzt ruckelt da so ein bisschen hier. Ist ja auch nicht mehr der neueste. Müsste mir mal echt einen neuen besorgen. Aber das ist leichter gesagt als getan, ne? Weil ich ja eigentlich auch weniger zocken wollte und mehr Sport machen wollte. Müsste ich mal gucken.
Da ich jetzt keine reiche Sugar Mami habe, hat mein Leben an manchen Situationen ziemlich erleichtern würde. Muss ich mir das dann doch alles selber zusammenbasteln? Dann könnt ihr das hier hinbauen, das Ding. Ich weiß, ich habe meinen Plan ziemlich schnell wieder über den Haufen geworfen. Ist aber nicht so melodramatisch. Das sollte eigentlich reichen dafür, wenn man mehrere Stockwerke hochbaut. Wir buddeln uns mal hier gerade runter. Nehmen wir hier schön auf Wasserhöhe. Dann muss das alles hier weg. Deswegen nur mal gucken, wie viel ich davon wegnehme. Jetzt haben wir 6 Minuten gebraucht, um festzustellen, wo wir den ganzen Dreck hinbauen wollen. Willkommen in meiner lustigen Bastelstunde. So, wie weit gehen wir? Spontan sagen bis hierhin. Bau das ab. So. Mit den fremden Welten rum zu experimentieren, macht mir immer verdammt viel Spaß. Und des Weiteren kommt noch dazu, dass man damit alle Rohstoffe, die man braucht, sich so easy peasy craften kann. Digga, weil so wie ich jetzt spiele, spiele ich sonst nie eine Welt. Weil ich sonst normalerweise mal einen ganz anderen Spielstil habe. Und aufgrund dessen ganz anders spiele. Ich schon mal wenig anders spiele. Ich spiele eigentlich ganz anders. So, jetzt haben wir hier die Hälfte schon mal weg. Ja, nice. Hier oben haben wir noch genug Platz für so einen kleinen Weg, oder? Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nice. Was wollen wir mehr? So, dann würde ich mal spontan sagen, gehen wir hier noch 3 Blöcke rein. Und dann wartet auch schon. Also jetzt nicht mit der Folge, sondern mit dem Ups reinbauen. Gut, nehmen wir 4. So. Perfekt. Jetzt muss ich bloß noch die Mitte hier mit dem verkackten Wasser zumachen. So, Mitte ist auch zu. Brauchen wir nicht. So. Kannst du nachts schlafen? Alter, es ist scheiße dunkel. Willst du mich verarschen? Jetzt kann ich immer schlafen, ne? Kurioses Spiel, echt kurios. Tipp. Oh, ach Mann, ey. Was wären die Folgen nur ohne meine klassischen Gainer? Einmal Feld kurz abernten. Dann noch ein paar Rohstoffe besorgen. Ups, da noch einer. So, haben wir wieder 24 Stück. Vor kurzem so endlos viele davon verbraucht. Wofür eigentlich nochmal? Ich weiß nicht, wofür ich die ganzen Dinger verbraucht habe. Ach, für ein zweites Bett.
Damit da oben alles optisch ein bisschen schöner wird. Hat aber nicht ein bisschen geholfen. Hüpf, hüpf. Hier ist halt die Hacke. Der, die das Hacke. So, dann packen wir die Spitzhacke zurück. So, ah ne, das war falsch. So, und dann hier oben rein. So, perfekt, das hätten wir schon mal. Wie sieht's mit der Steine aus? Nicht so toll. Ups. Ach jo. Überhaupt nicht übertrieben, wie viel Stuff ich habe. Kupfer, was haben wir hier? Aluminium. Beides bleibt da. Elorium. Meistens waren wir alle drin da. So, dann hat der schon mal Spaß. So. Und wir suchen uns jetzt Holz und Stein. Stein haben wir. Nur noch Holz. Holz war ja hier oben, wenn ich mich nicht ganz entsinne. Jo. Aber ich habe auch noch ein bisschen was auf Tasche. So, also wir müssen hier oben. Erstmal müssen wir zählen, wie viele das sind. Das sind 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entschuldigung. 2 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 11 Banane, 13 Kiwi, 15. So. Dann ziehen wir das mal schön bis hier oben hin. Ups. Super. Müssen wir hier jetzt nur gleich mal gucken, wie wir das am besten machen. So. Ich meine, das ist jetzt nicht schön, das weiß ich selber, aber das ist ja auch ein Tutorial für besonders hässliche Bauwerke. So, hier oben kommt dann dieser schöne Stein drumrum. Hier muss dann gleich noch ein bisschen Erde ruf. So. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was von dem ganzen Kram wegnehmen. Damit wir hier ansatzweise weiterkommen. Hier nehmen wir auch noch einen weg. So, dann haben wir hier schon mal einen super feinen Eingang. Super geil. So.
Dann ziehen wir hier noch ein Holz lang. Oh, haben wir kein Holz mehr? Dann waren das Eiche. Eiche, 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 Eiche. So, dann nehmen wir uns mal 32 von mit. So. Dann würde ich hier lustigerweise wirklich sogar einen kleinen Turm drauf bauen. Was heißt kleiner Turm? So ein 1, 2, 3, 4, 5. 1. Banane 5. So, und dann würde ich jetzt hier drauf. Da hier die neue Ebene drauf kommt. Ich muss echt sagen, für ein reines Bücherlager ist das wirklich schon verdammt groß. Beziehungsweise Bücher und fremde Weltenlager ist es ja dann. Weil. Dann geht's hier mit weiter. Hier noch die großen Außenumrisse fertig. Hier. Ich weiß, ist ein bisschen asymmetrisch. Ist aber nicht schlimm, das sind meine ganzen Bauwerke. Weil symmetrisch kann ja jeder. Mhm. So. Ist die Frage, was wir hier für einen tollen Boden einziehen. Mal gucken, ob wir noch Glas, ob wir Glas haben. Als ob wir gebrannten Stein haben. Gebrannten Stein haben wir. Ich hab beim GDF-Fick was falsch hingelegt. Ich hab dann sowas von falsch hingelegt. Ach, das war ja besonders clever mal wieder von mir. Jetzt hab ich ein paar davon, super. So. Wir haben eine Handvoll Glas. Würde ich sagen, fangen wir schon mal spontan an, das halbe Glas zu verbauen. Und ehrlich sagen, ich stehe in Minecraft, seitdem ich dieses Glas gefunden habe, ultra auf diese durchsichtigen Glaswände. Und die sind einfach verdammt hübsch und verdammt. So. Die wirklich abgespaced krassen Bauwerke kommen erst später. Diese Brainfucks sind, wo man sich denkt so, wow, wieso kann der das? Der hat doch sonst kein Talent. So, wow. Genauso wird's laufen. Dip, 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 dip. Muss dann gleich noch gucken, wo ich die den Fahrstuhl hinbaue. Jetzt bin ich so mit der komischen Wand hier ein bisschen doof gekommen, ist aber nicht so schlimm. I'm so in love with you.
mache ich mir im Haus oben irgendwo so eine spezielle Bücher-Backspawn-Area. Das habe ich in meinen anderen Welten auch immer so ein gewisser Punkt, wo man immer wieder gespawnt wird. Also jetzt nicht, wenn man stirbt, sondern wenn man von den Büchern zurückkommen möchte. Habe ich dann in meinen Hauptwelten auch immer schon so ein paar Dinger vorbereitet und die Bücher. Ich würde spontan sagen, das war's. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, ja, lasst doch mal einen Daumen da. Ihr kennt das Ganze ja lustigerweise. Ihr seid ja nicht das erste Mal auf YouTube, hoffe ich zumindest. Ich meine, wer bis hierhin geguckt hat, wird sowieso mich länger gucken. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio.